Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Automata. Ich muss gerade selber erstmal schauen. Also so ein paar Themen habe ich auf jeden Fall. Nämlich zum einen das Wasser hier müssen wir umverteilen nach hier. Um hier Platz zu schaffen, müssen wir auf jeden Fall erstmal hier das verschmutzte Wasser loswerden. Und ja, das Effizienteste wäre wahrscheinlich... Oh, hier ist es zu warm. Ah. Die maximale ist 37 Grad. Hier ist so schon zu viel Wasser. Dann würde ich einfach mal sagen, zum einen beginnen wir aus Eis hier ein paar Wärmetauschplatten zu bauen und zum anderen haben wir mal ein bisschen frei. So, damit dürfen wir die Wassertemperatur wieder in den Bereich kriegen, dass die wachsen und dann haben wir hier auch kein Problem mehr. Ist verlängert und unser Leiterkabel verlängert. Die Pumpe weg. Und gut ist es. Okay, so, ein weiterer Hinweis, auch den möchte ich gerne annehmen, dass es ja hier trotzdem Sinn machen würde, Flüssigkeitstanks zu bauen, einfach um eine, also der Vorschlag war nicht Tanks zu bauen, sondern eine Reserve zu haben für dieses Wasser hier und den möchte ich gerne annehmen. Interessant, dass es im eigentlichen Eisbiom wärmer ist als im Rest. Das habe ich wohl versaut. So, dann... Ach Mensch. Bauen wir mal ein bis zwei davon. Machen wir drei. So. Wasseranstoß. Um das dann unten anzuschließen. Genau. Okay, das hat weniger geholfen, als ich gedacht habe. Da werden wir trotzdem nicht runterfallen, dass da noch mehr von dem heißen Wasser nachläuft. Bin trotzdem erstaunt, dass vier von den Wärmetauschplatten quasi null. Na gut, es ist auch schon viel Wasser hier. Aber trotzdem, dass es null Auswirkungen hat. Das jetzt gleich auch nicht hilft, machen wir was noch anders, aber erstmal noch der Versuch, warum ich den hier mal gebaut habe. Ach so, klar, für die Düngung, ja, ja, klar. Schauen wir uns das mal an, ja. Okay, das hat für einen Moment eine ganze Menge gebracht. Okay.
Es sollte eigentlich passen, dass es nicht überläuft. Falls doch, ihr wisst Bescheid. Dann wischen wir. Ja, knapp, aber es passt. So, und jetzt wachsen die auch wieder, verbrauchen wieder verschmutztes Wasser. Das hält hoffentlich so lange an. Bis das Becken leer ist. Okay, so, wir können uns um andere Sachen kümmern. Hier wollte ich eine Brücke bauen. Ich weiß nicht mehr warum. Ach so, doch, klar weiß ich warum. Für die Küche. Für Erdgas. Dass erst hier gebraucht wird, dann hier. Ja, klar. Das hier ging schneller als gedacht. Jetzt habe ich natürlich heute wieder nicht vorbereitet, ne? Das ärgert mich das gerade. Kann ich nicht ändern. Zeitnot ist Zeitnot. Was soll ich tun? Schlechte Vorbereitung. Könnte man es auch nennen. So, okay. Das Problem ist erstmal gelöst mit der Brücke. Das hier funktioniert nach wie vor sehr gut. Okay. Was ich jetzt noch mal gerade bedacht oder überlegt habe, ist, wie wir an anderen Stellen eine Gasreinigung hinbekommen. Wir haben ja unser Reinigungssystem, dafür haben wir. Wir müssen nur... für den Moment ist das auch okay. Wir brauchen da gerade nichts dran modifizieren. Und das hier entleert sich. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Also können nämlich irgendwann dazu übergehen, das Wasser hier abzupumpen. Fraglich ist allerdings, ob es nicht Sinn macht, das jetzt schon zu machen. Nee, wir können ruhig das Becken hier erst leer pumpen, aber wir können uns schon für den Fall vorbereiten, indem wir hier eine Wasserleitung bauen, die dann hier anschließt. Mal eben schauen. Ja. Das dürfte so perfekt funktionieren. Allerdings ist perfekt gerade relativ, weil so würde ich natürlich gleich auch schon anfangen zu pumpen. Das soll bedeuten, wir brauchen einen Hydrosensor. In diesem Hydrosensor stellen wir dorthin so. Und wir müssten das eigentlich ja relativ gut steuern können, indem wir dann hier einen Nichtgatter dazu bauen. Hier brauchen wir noch eine Leiter mehr, sonst kommen wir hier nicht rein.
machen wir den jetzt auf über 50 Kilogramm stellen, dann ja, sollte das genau den Effekt haben, den ich haben wollte. Schauen wir uns das später mal an. Achso, meine Oxyfahrensuche. Ihr habt recht. Hier ist tatsächlich noch einer mehr, den wir natürlich auch umpflanzen können. Und ich habe irgendwo einen vor der Aufnahme hier außerhalb des Geheges einen Pip-Quietscher gesehen. Aber der scheint... Ja, wahrscheinlich ist er mittlerweile auch da mal drin. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. So, ja, das hier geht langsam, aber es funktioniert. Wenn hier die Umgebungstemperatur ist gut, dann würde ich schon mal hier das ein bisschen erweitern. Das da oben ist eigentlich alles stabil genug, dass wir das auch so machen können. Was macht unser... Oh, es steigt schon wieder. Achso, das Stromnetz. Ja, ich will aber jetzt eigentlich nicht parallel eine weitere Baustelle aufmachen, aber das war ja... Die Versuche beim letzten Mal waren ja eher... sehr schlecht. Meine Entscheidung steht auch eigentlich, dass ich das lieber dann hier in der ja, hier weitere wie heißen sie denn? Mein Gott, heute ist auch wieder schlimm. Transformatoren bauen möchte übereinander und dann die Leitung von hier ranlegen. Wobei es ja eigentlich Quatsch ist. Ich kann ja auch einfach von hier weg die Leitung legen. Das weiß ich noch nicht. Ich finde beides eigentlich doof. Ich weiß nur nicht, was ich doofer oder besser finde, dann um jeweils das andere zu machen. Kann ich hier schon irgendwas machen, außer gedanklich planen eigentlich nicht. Hier schon ein bisschen mehr graben. Ich ärgere mich gerade, dass ich hier nicht das verschmutzte Wasser habe einfach rauslaufen lassen. Das, noch kann ich das ja machen. Wie viel? 95 Schilffaser, dann kommen wir natürlich auch eine Zeit lang mit aus, ne? Machen wir das mal, Planänderung. Ansonsten dauert das einfach zu lange, bis wir da mal vorwärts kommen. Achso, was natürlich auch hilft, ne? Guten Morgen. Die können wir dann hier auch direkt abreißen.
wir das auf über 2000 stellen, öffnet sich das auch nicht. So, das verschmutzte Wasser wird jetzt gleich alles ablaufen. Können hier einen neuen Flaschenentleerer bauen, wobei ich jetzt gar nicht das passt. Okay. Daran und das Leiterkabel verlängert. So, dann sollte ich vielleicht noch hergehen und solange hier noch kein Wasser ist, das jetzt alles aufräumen. Habe ich den gerade wieder abgebrochen, den Auftrag? Ja klar, habe ich den abgebrochen, indem ich den Bau der Leitung abgebrochen habe. Der Stream wirkt einfach noch nach, das ist so. Mein Gehirn ist Matsche. Ein weiterer Tag ist rum. So, ist denn das hier fertig? Achso, das wäre es, wenn wir den Strom angeschlossen haben. Automatisierung macht das, was sie soll. Solange es hier Wasser gibt, ist die eingeschaltet und die ausgeschaltet. Wenn es hier zu wenig Wasser ist, kehrt sich das Ganze um. Ja. Das hört sich gut an. Das ist, glaube ich, gleich schnell aufgeräumt. Das sind ja kurze Wege hier dorthin. Oh, eine Leuchtkäfernymphe. Die liebe ich. Die nehme ich liebend gerne, wollte ich sagen. Ja, ein bisschen ist es noch, aber... Bei so viel tragenden Händen ist es dann auch nicht so viel. Das muss ich hier mal umstellen, weil ich glaube, sonst kriegen wir das hier nie vernünftig geregelt. Also geregelt, dass der Druck hier überall so weit sinkt, dass hier Chlorgas wieder vernünftig austreten kann, dass hier CO2 austreten kann und so weiter. So, es ist alles aufgeräumt. Das heißt, ich kann hier weitermachen, indem wir erstmal die Ziegel bauen.
jetzt im nächsten Schritt. Hier graben. Hier hätte ich vielleicht auch gerade schon ein bisschen mehr graben können. Naja. So, Wassermarsch. Das sollte. Das ist enger als ich gedacht habe. Ich dachte, das passt da wohl locker rein. Aber so locker ist es gar nicht. Die werden sicherlich gleich alle hier unten reinhüpfen und es ihm gleich tun. Hier bauen wir nochmal kurz einen automatischen Ausgeber für die Eier, die hier drin liegen. Was wir ebenfalls machen können, ist hier eine neue Handpumpe bauen. Das sollte hier oben ja passen. Paku-Eier, tropische Paku-Eier und wie heißen denn die dritten noch? Schluckfisch-Eier, genau. Okay, das war schnell. Also es ist knapp, aber es hat wohl scheinbar gepasst. Das ist auch wieder hier. Ich lasse es aufwischen, aber trotzdem da wieder auskippen. Ne? Das ist... Total klug. So, Projekt Wasserbecken umbauen ist abgeschlossen, wäre jetzt übertrieben, aber erstmal ja, ein wenig verschoben. Die hier. Ich vielleicht nach hier verlegen, um die Leitung und so weiter dafür kurz zu halten. Dann würde ich vielleicht auch erstmal die Pumpe ausschalten, damit sich die Leitung hier entleeren kann. Ja. Damit wir die hier auch wegkriegen. Wobei hier ja jetzt gleich auch theoretisch, wenn ich das mal ändere und hier alle entwurzeln, müsste doch theoretisch das verschmutzte Wasser auch wieder hierher laufen, oder? Wir machen es anders, wir zerlegen die mal direkt und schon passiert das genau.
schön, schön, schön. Okay, wie lange? Ach Gottchen. Ich glaube, wir hätten uns das hier unten sparen können, wenn ich sehe, dass der jetzt wieder 100 Zyklen aktiv ist. So, und dann können wir das hier deaktivieren. Was ist hier das Problem? Ach, hier ist es zu kalt jetzt. Ne? Mensch. Was machen wir denn da? Oh, ist das... Ja, wahrscheinlich ist das deswegen. So. Ja, dann müssen wir wohl... dafür was überlegen. Ich denke, dass wir die hydroponischen Farmen dann doch eher in die Nähe dieses Beckens hier bauen. Wie hoch machen wir das denn? Das reicht doch eigentlich. Ne Quatsch, das reicht nicht aufgrund der Handpumpe. Die sind so schnell. Könnten das hier überall auf diese Höhe machen, dann passt das. Wir kommen da gut durch mit den Duplikanten und wir können hier zum Ende hin das Ganze, ja, so machen wir das. Ich glaube, ich werde jetzt gleich kurzfristig mal jemanden einsperren. So, die hätte ich auch einfach kopieren können, ist egal. Dann machen wir das so. Drei hier können wir eigentlich dann auch schon wieder zerlegen. Das ist ein Kuddelmuddel. Oh je, oh je, oh je. Das Ganze auch noch mal ein wenig zu beschleunigen. Die Pumpe ist ja eher ausgeschaltet. Können wir es gerade auch mal so machen. Lassen wir einfach das Wasser da erstmal wieder reinlaufen. Dann können wir nämlich... Oh. Shit. Shit, shit, shit. Dank nicht verkeimt. So, das wollte ich machen. Chaos hier schon wieder, meine Güte, es ist... Das war doch jetzt eigentlich nichts Schweres. So. Wasser läuft sehr gut. Dann können wir... das alles zerlegen.
Hier kann jetzt jemand wischen kommen. War das Wasser aus den Ziegeln selbst, ne? Ja. Ja, die Leitern könnten. Ne, stopp, die Leitern können erst weg. Wenn das verschmutzte Wasser da auch weg ist. Und ich glaube, wenn wir schon da bei sind. Nee. Wir räumen ja jetzt nicht alles auf. Aber wir machen noch eine kleine andere Änderung, nämlich da ich sowieso weiß, wir müssen hier noch wieder rein, können wir die Handpumpe umbauen. Ja. Nämlich ein Feld weiter rüber. Wischen wir hier nochmal auf. Und hier. So, und jetzt können wir endlich hier dicht machen. Hier kommen wir schon mal damit beginnen, genau, weil ich wusste, dass ich hier irgendjemand einsperrt. So. Jo, dann heißt es eigentlich noch den Weg hier fertig bauen. Befehl reinpacken, dass die Sachen hier wegkommen, weil jetzt werden die hier mit Schutzanzug. Ja. Das gefällt mir auf Dauer auch nicht, dass die da oben rum müssen. Da müssen wir. Ja, nee, das gefällt mir so sehr nicht, dass ich das erst nochmal wieder abbreche. Da muss es was anderes für geben. Ja, okay, also das hier können wir jetzt auf jeden Fall fertig bauen. Das ist dann soweit abgeschlossen. Wir machen es hier noch dicht. Wir überlegen uns dann, nicht nur wir überlegen uns, sondern werden dann beim nächsten Mal mit der Küche hier anfangen. Da gibt es ja schon Vorschläge, Ideen und so weiter. Das werden wir machen. Für heute sind wir erstmal durch. Entschuldigt die sehr chaotische Folge, aber ja, nach dem Stream ist das immer nicht alles so ganz einfach. Also, macht's gut, bis bald, euer Krillo.